So, das Video ist jetzt für die Leute, die sich überlegt haben, naja gut, mein Test sieht ganz nett aus, ich möchte es gerne mal für mich installieren und ausprobieren. So, wie kommt man dran? Eine Möglichkeit ist einfach mal zu suchen hier bei Google nach dem Begriff Mindtest und das, was man als erstes findet hier. Ja. So, das, was man als erstes findet, hier der erste Link ist eigentlich das Richtige, mindtest.net, und dann ist man auf dieser Seite. Und dann gibt es eben den Link hier direkt Downloads. So, und da gibt es alles, was ihr wahrscheinlich braucht. Verschiedene Varianten für Windows, für OS X, für Linux-Varianten, fertige Pakete und auch ein Hinweis, wie man an das entsprechende Android-Installationspaket kommt. Entweder dieses hier oder man geht halt in den Google Store. Da gibt es einen Benutzer, der sozusagen das offizielle Mindtest anbietet. So, und die Installation, da sage ich jetzt nichts weiter dazu, das läuft halt dann hoffentlich ohne Probleme durch. So, und wenn ihr das installiert habt, ups, das sollte eigentlich jetzt nicht laufen, dann kriegt ihr das da. So, ich mache das Fensterchen mal noch ein bisschen größer. Also, um das gerade mal zu sagen, es geht hier um die Version 0.4.13. Das ist das, was ich also aktuell gerade benutzt habe. Wird aber vermutlich in den anderen nicht sehr viel anders aussehen. Wenn nicht, mache ich vielleicht ein neues Video. Gehen wir gerade mal hier diese Reiter durch. Mitwirkende, das sind die Leute, die so nett waren, das entwickeln zu haben. Die beachten wir jetzt mal nicht weiter. Einzelspieler. Da geht es also darum, dass man alleine für sich auf seiner Welt hier auf dem Rechner was spielen kann. Das werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Client. Da werde ich auch noch drauf eingehen. Das kommt gleich. Das hört sich so an. Also Client denkt man, ja, um was geht's da? Ein Client ist ja normalerweise das Programm, mit dem man zum Beispiel einen Server nutzt. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass ich an dieser Stelle mein Mindtest hier als Client nutzen kann, um auf einen dieser Server, die hier angegeben sind, drauf zu gehen. Bei wem das leer ist hier, der sollte hier unten mal einen Haken machen bei öffentliche Serverliste. Dann kommt dann diese ganze hier, diese ganze Liste dann raus. Server. Damit habe ich mich bisher noch nicht so wirklich beschäftigt. Muss noch erkundet werden. Einstellungen. Wenn man so hier die Titel sieht, das ist ja freundlicherweise auf Deutsch übersetzt, hat man hier eben die Möglichkeit einzustellen, wie das Ganze dargestellt wird. Also zum Beispiel Partikel aktivieren, 3D-Wolken, verbundenes Glas, Blöcke hervorheben oder zum Beispiel schöne Blätter. Oder hier wehende Blätter, wogende Pflanzen, Wasserwellen. An der Stelle soll es ganz klar sein, je mehr man davon aktiviert, desto ja, mehr wird wahrscheinlich der Rechner beeinflusst. Also das heißt, wenn ich eben wehende Blätter anhabe, dann habe ich also eine ständige Bewegung bei den Bäumen oder bei den Pflanzen oder die Wellen. Also das Wasser steht nicht ruhig, sondern geht immer so ein bisschen auf und ab. Das kann man mögen oder auch nicht. Auf jeden Fall kostet es sicherlich Arbeitsleistung beim Rechner. Also das heißt, wer einen langsamen Rechner hat, sollte sagen, lassen wir mal weg zum Beispiel. So, dann Texturenpakete. Ist noch keins da. Wir haben es ja gerade geöffnet. Also da ist keins standardmäßig vorgegeben. Und ebenso bei Mods ist kein Mod hier installiert. So, dann gucken wir uns jetzt mal hier das hier vorne an. Also, an der Stelle kann ich also eine Welt erstellen für mich, wo ich alleine spielen kann. Ganz wichtiger Punkt, wenn ich spielen will, muss ich mich entscheiden,
am Anfang zwischen diesen zwei sogenannten Minispielen. Nochmal ganz kurze Erklärung dazu. Das Mindtest an sich ist eher sowas wie eine Toolbox, also sowas wie, hier habt ihr was, wo Blöcke dargestellt werden, wo wir mit Blöcken interagieren können und so weiter. Also das ist eher so die Umgebung und an sich ist das eigentlich noch nicht zum Spielen gedacht. Das Spielen, das kommt erst durch diese Minigames zustande, wobei Mini ja eigentlich ein bisschen übertrieben ist. Das sind quasi Spiele, die diese Mindtest-Umgebung nutzen, um da drin spielen zu können. Und es sind zwei vorhanden. Das eine ist eben so dieses normale Mindtest. Das sieht man hier oben auch, wird da angezeigt. Und hier steht jetzt in dem Fall nichts hin, sondern hier Minimal Development Test. Ich denke, das ist, das habe ich noch nicht ausprobiert, so eine grobe Entwicklungsumgebung verbraucht wahrscheinlich nicht so viel Ressourcen, weil es halt eine einfache Darstellung ist. So, jetzt müssen wir, um spielen zu können, erstmal uns eine Welt erstellen. Und dazu muss ich den Weltnamen angeben. Sagen wir mal Test. Wer Minecraft kennt, wird den Begriff Seed kennen. Und zwar geht es bei Seed darum, dass diese Welten ja per Zufall erstellt und kreiert werden von irgendeinem Generator. Und dieser Generator nutzt meistens, damit es eben nicht immer die gleiche Welt ist, die erstellt wird, irgendetwas am Computer, was sich regelmäßig verändert, zum Beispiel die Zeit. Und man kann mit Hilfe dieses Seeds, also des Samens, die Erstellung der Welt etwas beeinflussen, so dass man also, wenn man die gleiche Version hat, dass man dann zum Beispiel mit dem Samen 1, 2, 3 immer die gleiche Welt bekommt. So, das lassen wir aber weg. Jetzt gibt es hier noch einen Punkt Weltgenerator. Das ist jetzt also eine Variante, wo ich tatsächlich verschiedene Varianten oder verschiedene Möglichkeiten habe, Welten mir zu erstellen. Das heißt, die sind durchaus auch sehr verschieden. Ich habe jetzt, glaube ich, alle mal ausprobiert, noch nicht wirklich gut verglichen. V7 denkt man, oh, das ist die höchste Versionsnummer, wird am besten sein. Ich habe aber festgestellt, dass die V5 eigentlich ganz gut ist. Der Unterschied zu den anderen ist, V5 liefert sehr geschwungene Landschaften mit Wasser, also sieht sehr romantisch aus. Jetzt machen wir das mal, dass wir das hier uns erstellen. Wichtig ist eben das Spiel, das man auswählen muss. Ich hatte mal zwischendurch das Problem, dass ich festgestellt habe, hoch, ich kann nichts generieren, da sagt mir ein Fehler, weil ich eben nicht das Spiel ausgewählt habe. An anderer Stelle musste man also vorher das quasi auswählen, das ist jetzt hier ja schon gemacht und jetzt lassen wir einfach mal erstellen. So, da steht also mein Test und man sieht hier dieses Minispiel, also mein Test, was hier aktiviert ist. Ich kann bei jedem Betreten meiner Welt hier einschalten, was es da für Möglichkeiten gibt, Kreativmodus oder eben Survival-Modus und Schaden einschalten oder nicht. Das kann ich jedes Mal neu machen und ich kann es jedes Mal auswählen, wie ich es gerne haben möchte. Dann gibt es hier ja noch ein Konfigurieren. Und was es hier geht, ist vor allem um Mods. Na, jetzt denkt man so, oh, ist das alles schon drin? Nein, so ganz verstehe ich das auch nicht, was das hier soll. Auf jeden Fall erscheinen hier, wenn man mal Mods installiert hat, dann die vorhandenen Mods und man kann dann, wenn man eine Welt aufruft, ganz gezielt zum Beispiel Mods aktivieren. Und das Schöne ist, also egal wie viele Mod man in seiner eigenen Version dann installiert hat, man kann für jede Welt die einzeln aktivieren oder deaktivieren, wie man es braucht. So, da werde ich aber auch erst dann drauf gehen, wenn ich Mods installiert habe, das brauchen wir jetzt nicht. So, und dann einfach mal rangehen und spielen. So, das Ganze dauert ein bisschen, hier steht zum Server verbinden, das ist eben also eben tatsächlich ein lokaler Server quasi. Okay, ja, da sind wir. So,
Eine eisige Welt und diejenigen, die Minecraft kennen, werden da nichts Besonderes dran sehen. Von der Bedienung her ist das sehr ähnlich. Es ist vorgegeben, so wie bei Minecraft, vorwärts, rückwärts, rechts, links mit den Tasten W, A, S, D. Und Springen ist auch Leertaste. Also das heißt, wer Minecraft kennt, wird sich hier in der Bedienung ohne Probleme zurechtfinden. Man sieht ja hier einen Schatten, der zu sehen ist. Bei dem Schatten geht es vor allem darum, dass die Tatsache, dass die Landschaft sich erst nacheinander aufbaut, dass es nicht gleich zu sehen ist. Ja, ich bin hier im Kreativmodus. Das heißt, ich kann die Sachen recht schnell abbauen. Da ist eine Schneeauflage drauf. Und dann drunter der Block. Ah. Also fühlt sich so spontan an wie Minecraft. Die Textur, das sieht halt ein bisschen anders aus. Ja. Hier habe ich jetzt Kohle abgebaut. Platsch, da fällt Schnee von oben runter. Ist eigentlich nichts Besonderes. Wer übrigens sich in Minecraft mal die Tastaturbelegung anders gewählt hat, huch, da komme ich nicht hoch. Ja, der Schnee hat mich gestört. Na gut. Wer was anders gewöhnt ist, oh, guck mal, da oben ist. Das ist gefroren. Ach nee, das ist doch. Hat sich nur Zeit gelassen mit dem Zeichnen. Also, wer von Minecraft was anders gewöhnt ist, kann mal Folgendes machen. Und zwar, wenn man die Escape-Taste drückt, kann man nicht nur das Spiel natürlich verlassen Richtung Hauptmenü, sondern man kann auch noch neben der Tonlautstärke noch die Tasten ändern. Und da gibt es dann hier die ganzen Tasten, die man wählen kann. Und dann kann man auch hier zum Beispiel verändern, wie man sich bewegt und so weiter. Flugmodus, Schnellmodus und noch ein paar andere Sachen, die man eben benutzen kann. Hier steht im Prinzip auch drin, welche Tasten man tatsächlich braucht. Und man kann das Ganze eben auch anpassen, wie man will. Was halt wichtig ist, wo haben wir es? Inventar ist jetzt hier auf C. Normalerweise, wenn man das startet, ich hatte es ja schon benutzt, ist das auf I. Das ist ein bisschen ungewohnt. Für mich vor allem ist das Ungewohnte, dass es so weit weg ist. Normalerweise habe ich das alles mit der linken Hand bedient. Das hat mich so ein bisschen gestört. Da muss ich noch mal gucken. Das E wird nämlich für was anderes benutzt. Das wird sich sicherlich noch ergeben. So, das Wasser hier, das ist jetzt ruhig. Wenn ich das einschalten würde, dann bogen tatsächlich die Wellen da hin und her. So, das ist ja, das ist die Welt hier. Zur Bedienung noch ein bisschen was. Ähnlich wie bei Minecraft kann ich die Sachen, die ich hier in der Hand habe, durchwechseln mit dem Mausrad. Und es gibt auch noch viele Funktionen bei den Funktionstasten. Die sind nicht ganz identisch zu Minecraft. Das muss man vielleicht mal ausprobieren, indem es einfach mal gerade durchgeht. Hier mein HUD habe ich gelernt, das ist das Head-Up-Display. Nicht an- und ausschalten. Bei 2 wird der Chat versteckt, wenn ich also mit anderen rede. Das ist hier übrigens genau auch T, ne? Wie bei Minecraft. Ist ein bisschen anders. Was mich so ein bisschen stört, ist, ich kann nicht mit Pfeil hoch und runter gehen, um alte Befehle nochmals zu verwenden. So, da links oben sieht man jetzt den Chat-Text. Kann ich ihn verstecken oder nicht? F3. Was war das? Ah, genau, F3, wenn man gerade mal guckt, da steht auch in der Mitte ja, was man damit macht. Fog enabled, also angeschaltet, und Fog ausgeschaltet. 4. Was haben wir? Passiert gerade nichts. Müssen wir nochmal nachgucken.
Debug-Info. Es gibt also so, ist es so, dass, wie ich mitbekommen habe, teilweise diese Tasten Funktionen haben, bei denen man hintereinander drauf drückt und das ändert sich. Also jetzt zum Beispiel hier kriege ich Debug-Infos. Hier wird das Ganze angezeigt als Diagramm. Und jetzt ist es wieder versteckt. Das war F5. F6 liefert mir auch ein paar Informationen. Die sind aber, glaube ich, für mich nicht so wichtig. Hier gibt es noch ein paar Informationen, noch mehr. Und dann ist es wieder weg. Profiler. Hier kann ich mich betrachten. Das ist wie bei Minecraft die F5. Hallihallo. Und dann haben wir noch Cinematic Enabled. Müsste ich mich noch informieren. Also das gibt es viele Sachen. Hier ganz schön bereits eingebaut. Bei F9 ist eine Minimap, die ich da direkt sehe. Das heißt, ich komme jetzt mal nicht so schnell in was Grünes rein. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. F10. Hier wird das Ganze. Was ist das? Ah, okay. Das ist natürlich. Ah, das ist natürlich praktisch. Das habe ich, muss ich gestehen, jetzt noch nicht ausprobiert. Hier kann ich also auch schreiben. Dann habe aber mehr Text auf einmal zu sehen. So, von der Bedienung habe ich ja gesagt, ist das ansonsten kein Problem. Alles ganz ähnlich. Ja, und dann kann man im Prinzip einfach so durch die Gegend laufen und spielen. Gucken wir uns gerade mal das Inventar an. Ist ja unter I zu erreichen. Und da gibt es dann hier diverse Sachen. Man sieht hier ein Ding, was mir im Vergleich zu Minecraft auffällt, ist, dass der Unterschied ist, dass man sehr, ja, teilweise so Inkonsistenten hat. Also das zum einen hat man sehr fein gearbeitete Bilder, auf der anderen Seite hat man hier so diese groben Bilder. Das sieht irgendwie ein bisschen unterschiedlich aus. Ja, hier verschiedene Sachen. Chest, Lock Chest, die kann ich also gleich abschließen. Die ist quasi automatisch gleich geschlossen, wenn ich sie verwendet habe. Hier oben die erste Reihe, das sind also die Sachen, die ich benutze. Und wenn ich was wegwerfen will, ich kann es also nicht wie bei Minecraft einfach so rauswerfen, sondern werf es hier rein. So, und dann sind dann da einige Sachen drin. Holen wir uns da zum Beispiel mal eine hübsche Diamantenspitzhacke und graben da vielleicht noch mal ein bisschen rum. Huch, jetzt geht die Sonne gerade unter. Na gut. Vielleicht holen wir uns dann noch eine Fackel. Wo sind die? Jetzt die Fackel. Torch. Ja, das ist so eine Sache mit der Fackel, wo ich sagen muss, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Ich baue mal gerade eine hin. Also an sich funktioniert sie. Was man aber schon gerade gesehen hat, aus zwei Richtungen, obwohl die Fackel also erfasst wird hier, sieht man sie nicht. Achtung, jetzt. Na. Ist sie quasi nicht zu sehen. Da ist er. Jetzt scheinbar weg. Obwohl sie da ist. Das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen, naja, mysteriös. Aber auf der anderen Seite, es geht. Und es gibt noch viel schönere Fackeln oder Lampen, sodass mich das vielleicht nicht so sehr stört. Okay, also von der Bedienung her und so weiter, denke ich, braucht man nicht so viel sagen. Das Inventar, wie schon erwähnt. Ein großer Unterschied noch ist, da hat tatsächlich jemand aus meinem nahen Umfeld gesagt, das findet er doof, man braucht bei Minecraft, bei meinem Test keine Workbench, also kein Arbeitsplatz. Das heißt, man hat hier bereits alle Möglichkeiten, etwas zu craften, etwas herzustellen. Braucht also nicht irgendwie was man hat. Zum Beispiel
Na, Moment. Hier. Einfach Holz herstellen. Die Rezepte sind übrigens auch denen zu Minecraft sehr ähnlich. Ich glaube, so ähnlich geht das auch in Minecraft. Kleiner Unterschied zum Beispiel, Stöcke kriege ich so mit einem Block. Vom Prinzip her, aber wirklich sehr ähnlich. Das ist alles sehr vertraut. So, was machen wir noch? Ja, also, ach Gott, jetzt euch zu zeigen, wie man hier baut, das denke ich, ist nicht unbedingt notwendig. Hier, man sieht auch einen Unterschied, wenn ich eine Diamantspitzhacke habe, dann geht das halt wesentlich schneller. Und das wird vor allem auch, wenn man eben Survival-Modus ist, wesentlich schneller gehen. So, das ist Kohle, ne? Also nichts Besonderes. Das ist ja im Prinzip schon mal gar nicht so schlecht. Da kann ich also so ein bisschen Minecraft testen und ausprobieren und ein bisschen mit rumspielen. Aber es gibt ein paar Sachen, wo man gerade als Anfänger, wo man sagen kann, vielleicht okay, entweder für mich selber, um in Minecraft, in meinen Test, verdammt, wann lerne ich das endlich mal, reinzukommen, beziehungsweise auch für andere, die man vielleicht da mal reinholen will, guckt man sich vielleicht mal so ein Minispiel an. Und zwar habe ich da eins gefunden. Wir gehen mal raus. Und zwar, ich beende gleich das Programm, weil wenn ich mir was installiere, muss ich das neu starten. So, und wenn man hier auf die Mindtest-Seite geht, findet ihr unter Customize und Subgames Hinweise auf diese Minispiele. Wie ich schon sagte, sind diese zwei Sachen, die da unten waren, sind ja auch Minispiele. Und da habe ich hier was gefunden unter Tutorial. Und dieses Tutorial-Game ist im Prinzip eine Welt, auf der ich Mindtest kennenlernen kann. Das hatte ich auch schon mal in meinem ersten Video gezeigt. Und jetzt möchte ich eigentlich zeigen, wie das mit der Installation geht. So, das ist jetzt hier das Mindtest-Wiki. Da findet man viele Sachen. Hier ist jetzt halt eine Seite mit Informationen zu diesem unoffiziellen Unterspiel, also Subgame. Wenn man es installieren will, jetzt in diesem Fall sieht man hier Forum-Topic. Alle Sachen, davon kann man eigentlich ausgehen, die veröffentlicht werden, die werden im Forum vorgestellt. Und deshalb sollte man dann diesen Link zum Forum folgen, um zu gucken, wo man das runterladen kann. Und da gibt es dann hier von dem deutschen Mitglied, der heißt, der Wusi ist ein Deutscher, der hat hier eben dieses Tutorial-Spiel gemacht und dann lädt man sich das runter. Und wenn man das runtergeladen hat, geht man mal gerade hier drauf. So, das ist diese ZIP-Datei, die ich bekommen habe. Und wenn ich die mir mal entpacke, dann kommt hier ein Verzeichnis Tutorial 182. Das ist also die aktuelle Versionsnummer dieses Tutorials. Und da drin befinden sich zwei Verzeichnisse, Worlds und Games. Und wenn man jetzt mal das mit dem Mindtest-Ordner vergleicht, also hier, das ist unter Linux eben die lokale Installation, wo Daten und so etwas abgespeichert werden. Und da finde ich unter anderem ein Verzeichnis Worlds, und zwar eben genau der Ordner zu meiner Welt, die ich eben gespielt habe, Test. So, und unter Worlds findet sich dann hier Tutorial World und das kopiere ich einfach hierher oder verschiebe es dahin. Und dann gibt es ja noch den Ordner Games, den es hier allerdings nicht gibt. Und zwar ist das, was ich hier habe, dieses Worlds, Cache und Client, so eine Art Minimalstruktur. Ich muss eventuell einige Unterordner anlegen, wie zum Beispiel den Unterordner Games
um bestimmte Sachen da reinzukommen. Das wird genauso sein für Texturen, für Mods und irgendwie andere Sachen. So, und jetzt habe ich das da reingeschoben. Einmal die Welt und dieses Minigame. Und wenn ich das jetzt starte und alles gut läuft, habe ich, ein bisschen breiter machen, jetzt hier unten noch so ein Minigame drin, das ist nämlich das Tutorial-Spiel. Jetzt sieht man auch hier oben, dass das da drüber steht. Und in diesem Fall, hier ist direkt die Welt angegeben. Ne? Achtung, Unterschied, mein Test, Test, mein Test. Tutorial, Tutorial. Ne? Also hier, das ist das Minispiel-Tutorial und das ist die Welt-Tutorial da drin. So, und ich glaube, konfigurieren kann ich jetzt an der Stelle nicht so viel. Ich könnte ein Texturenpaket oder hier auch Sachen verwenden. Wir machen mal gerade Wasserwellen und wehende Blätter an und starten das einfach. Also Spiel. So, und schon bin ich in diesem Spiel drin. Es wird gestartet mit der Anzeige von Text, in dem also quasi nochmal alles erklärt wird. Das ist eigentlich eine Einführung, die man wirklich Anfängern direkt geben kann. Na, hier nach vorne gehen, WSAD, Aktion, Rechtsklick, Pausenmenü. Sie können das Spiel hier verlassen, Escape. So, und dann steht noch, was man hier machen muss. Und kann dann hier die Welt entdecken. Hier steht im Prinzip die Information, wo ich das auch herausbekommen habe. Mein Test ist kein Spiel, sondern eine Spiele-Engine. Also hier wird das erklärt. Und der Anfänger kann dann durch diese Welt laufen. Die ist abgegrenzt, das heißt, ich kann die auch nicht kaputt machen. Ich habe da also keinerlei Effekt drauf. Finde Anleitung, wie ich springen muss. Und es gibt auch immer Auswege. Das heißt, für den Fall, dass ich mich verlaufe in der Welt oder eben hier runterfalle, ich das auch nutzen. Da haben wir ein Äpfelchen, den ich essen kann. Mit Linksklick geht das übrigens. Geheime Gänge. Ein Goldblock. Das finde ich ganz interessant hier. Das muss ich mir auch mal anschauen, wie ich das mal machen kann. Ich habe jetzt quasi hier was genommen und dann passiert irgendetwas. Also in diesem Fall kriegt man halt eine Info, die geschlossen wird. Ne? Oder hier, sagen wir da, passiert auch was. Nö, passiert nichts. Das ist, glaube ich, der Screwdriver, also der Schraubendreher, wo ich Sachen machen kann. So, und hier kann ich dann rumlaufen. Ich habe die Schilder und so weiter. Und ich lerne alles, wie es geht. Kann mir da was abbauen. Also hier sieht man jetzt gerade übrigens, dass das funktioniert. Aber hier passiert nichts und auch hier wurde es gesichert, weshalb ich dann nichts abbauen kann. Auch die Schilder kann ich auch nicht abmachen. Glas kann ich auch abbauen, in diesem Fall. So, und wir gehen gerade noch mal ein Stückchen weiter. Ne, das ist der falsche Raum. Ich wollte hier raus. Da ist nämlich ein Swimmingpool zum Schwimmen üben. Ah ne, hier ist was. Ist was anderes, ne? Ich hatte ja angeschaltet, dass das Wasser sich bewegt. Und man sieht jetzt hier, im Gegensatz zu der Welt eben, wo ich das ausgeschaltet habe, dass sich das hier so tatsächlich bewegt. Das ist echt verrückt, oder? Ich finde, das sieht schon ziemlich gut aus. Was ein bisschen unterschiedlich ist, ist das Tauchen. Ich gehe relativ langsam unter. Habe hier auch ähnlich wie bisher bei Minecraft bekannt, die
die Möglichkeit zu schwimmen. Sprungtürme, um ins Wasser zu springen, yep. Um das Schwimmen etwas zu üben. So, ja, das war jetzt so ein erster Einblick. Diese Tutorial-Welt ist sicherlich zu empfehlen. Man kann einfach ein bisschen was ausprobieren, schauen, wie das funktioniert. Ich glaube, hier war ich selber noch nicht. Schleichen, wie man das macht. Okay. Schleichspringen. Also für Anfänger ist das ganz wichtig, denke ich, dass sie hier ein bisschen ausprobieren. Für Minecraft-Erfahrene ist es sicherlich auch sinnvoll, das eben einfach mal auszuprobieren, und man kriegt ein paar Tipps für Dinge, die man eben von Minecraft eben nicht kennt. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall auch reinzuschauen. Wie ihr gesehen habt, ist die Installation wirklich sehr einfach. Also da gibt es echt nichts zu sagen. Ja, und ich würde sagen, das war jetzt erstmal. Das heißt, jetzt könntet ihr an der Stelle einfach mal selber euch das installieren und ein bisschen ausprobieren und vielleicht dieses Tutorial-Spiel durchgehen. Viel Spaß also!